Hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Jurassic World. Wir befinden uns jetzt hier wieder im Ausgangspunkt, sage ich jetzt mal, des Parks bei Zack und Gray. So, und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen der Spur folgen. Letzte Folge, wir erinnern uns, hat sich ja der Indominus Rex... Sehr gut. Hat sich ja der Indominus Rex selbstständig gemacht. Die Neuzüchtung, die Neuschöpfung hier des Parks, der Wissenschaftler im Park. Nicht ungefährlich, das Vieh ist nämlich eine Kreuzung aus... Oh Gott, was hatten Sie gesagt? Erkundungstour. Aber glaub bloß nicht, dass ich dich retten komme, wenn du im Fundbüro landest. Bitte beachten Sie, die westliche Promenade ist momentan gesperrt. Wir hoffen, Sie ihn schon bald wieder zugänglich machen zu können. So, genau, das ist nämlich jetzt schon gesperrt. Es war drin T-Rex. Und der Rest war ja streng geheim, wie gesagt. Ja, cool. Wir haben uns so ein kleines gelbes Steinchen hier verdient. Hoppala. So, wo ist jetzt... Wo ist Zack? Zack. Zack. Die Eltern des Kindes Griffin werden gebeten, sich am nächsten Infostand einzufinden. Da ist er eben rumgehüpft. Oh, können wir hier was machen? Nee, ne? Hier können wir mit denen nichts machen. Okay, okay. Dann würde ich sagen, folgen wir mal der Spur hier. Ja, ja, immer die Leute hier, die dann sagen, ja, ich will aber mehr sehen. Denken Sie daran, dass die Gyrosphären keine Autoscooter sind. So, tudim, tudim, tudim. Ja, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach cool, guck mal hier. Wir haben sogar richtig eine Shoppingmeile. Ich finde das ja echt richtig cool. Und wo kam Zack bitte gerade hergesprungen? Boah, hier gibt es so viel zu sammeln, was ich auch wieder alles kaputt machen kann. Ich wette, dass ich hier definitiv keinen wahren Abenteurer hinbekomme. Die Eltern des Kindes Griffin werden gebeten, sich am nächsten Infostand. Und da links, ich weiß es nicht, ob das bei euch jetzt genauso aussieht wie bei mir, aber bei dem Tor eben, da hat man jetzt bei mir so einen Geflinker gesehen. Sieht man hier bei mir relativ häufig generell. Ich weiß nicht, ob das an meinem Monitor liegt. Ein Mittagessen besorgen. Ich habe einen Hexenschuss vom Ausschaufeln des T-Rex-Geheges. Oh. Okay, dann gucken wir gleich mal. Supi, da kommen wir drüber. Gucken wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Letzte Folge hatten wir schon ziemlich viel Action, dann können wir es heute auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. So, jetzt ist die Frage, wo wir denn das Essen für die Drachen finden. Hier ist so eine Fotostation, aber ich glaube, Fotos machen kann weder Zack noch Gray. So. Wir haben bislang immer noch nichts gefunden. Immer noch nichts. Ich denke zumindest mal, dass sich das hier im Gehege befinden dürfte, was sie ihm verfüttern müssen. Alles andere würde eigentlich so gegen die Lego-Logik sprechen. Und bislang war ja tatsächlich eigentlich immer alles hier dann zu finden. Hoppala, so, wir gehen wieder an Land, da sind wir deutlich, deutlich schneller als im Wasser. Ah, gucke mal da, Möhrchen, das können wir ihm aber nicht geben. Also wir können hier mit den beiden nicht helfen, was auch immer das hier ist. Da können wir was mit ihm machen. Okay, wir können hier was zusammenbauen, aber was ist das zum Donner? Ein Möhrchen, eine Möhrenmaschine. Können wir ihm jetzt die Möhre geben? Oh, wie süß. Ja, das können wir leider nicht geben, aber er würde auch gerne ein Croissant und einen Apfel haben. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwo her. Das da können wir nicht kaputt machen. Wie sieht es hiermit aus? Das können wir kaputt schlagen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht glaube,
Das können wir auch nicht. Das müsste Ian machen. Ja, es gibt ja noch immer die Möglichkeit, mit den alten Charakteren in andere Gegenden einzutauchen, in andere Filme. Das ist jetzt für dieses Let's Play, habe ich das nicht vor. Ich möchte ja wirklich nur die Story durchspielen. Aber für alle die, die sich überlegen, das Spiel vielleicht auch mal zu holen, das ist, wie gesagt, möglich, wenn ihr den freien Spielmodus auswählt. Dann könnt ihr euch, das, soweit ich das im Kopf habe, frei zusammenstellen, mit welcher Truppe ihr den Park erforschen möchtet. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier weiter raus. Ich glaube nicht, dass wir hier mit den beiden großartig was erreichen können. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen hier nach links. Dürfen wir da rein? Unsere Tickets gelten für den ganzen Park. Kommst du da durch? Kleine Charaktere wie Gray können Luken verwenden, um neue Gebiete zu erreichen. Okay, das kennen wir ja bereits. Wer ist das? Den könnten wir kaufen. Komm, kauf mal. Ich bin mal wieder spendabel. Ein Parkangestellter. So, wir hüpfen jetzt erstmal ab durch die Luke. So, und schon sind wir hier im Inneren. Es ist nur die Frage, was machen wir denn hier drin? Was haben wir denn hier für verschiedene Sachen? Ein roter Knopf. Das ist immer toll, wenn man die roten Knöpfe drückt. Was haben wir hier? Ach so, nee, das ist nur die Luke, wo wir... Ach so, okay. Gut, also dann können wir jetzt da rein. Jetzt müssen wir auf Zack. Nichts verloren. Aber wo ihr schon mal hier seid, habt ihr eine Idee, wie man das Teil hier zusammensetzen kann? Klar. Habt ihr? Ihr habt dem alten Bernie gerade den Hintern gerettet. Haben wir das? Wie denn? Also ich glaube nicht, dass ich das zusammensetzen kann, ohne vorher irgendwas kaputt gemacht zu haben und weitere Materialien zu beschaffen. Also das kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Oh, sorry. Oh, den wollte ich gar nicht hauen. Klasse, das sieht echt gut aus. Weiter so. Ja, genau so muss es sein. Danke. Ach, und das hättest du nicht ohne uns hinbekommen? Ja, dann ist ja gut, dass wir hier gekommen sind, so als Helfer und Retter in der Not. Verwende Dino-Platten wie diese, um Dinosaurier auszuwählen und sie ins Gehege zu holen. Okay. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, darf ich vorstellen, der größte Dickschädel der kleinen Zeit, der Parizephalosaurus. Der Schädelknochen des Parizephalosaurus wird bis zu 25 cm dick. Der beste Rambock in freier Natur. Vorausgesetzt manipuliert wuchtige Baumstämme. Wollen wir mal sehen, ob er es mit diesen massiven Steinsäulen aufnehmen kann. Okay, wir sind jetzt anscheinend in eine Art Arena gekommen, wo wir hier kämpfen können, in Anführungsstrichen. Mr. DNS steht zu Dienst. Rissige Lego-Gegenstände können nur durch Dinosaurier-Stoßangriffe zerstört werden. Halte X gedrückt, um als Dinosaurier einen Stoßangriff auszuführen. Jawohl, ja. Er hat sie zu Kiesel verarbeitet. Er sieht schon cool aus, finde ich. Ah, es hat schon irgendwie... Sie mögen sich jetzt den Kopf reiben, aber keine Sorge. Es ist so... So Kolosseum-like, finde ich. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier dem Dino so gut gefällt. In der Wildnis trägt der Parizephalosaurus seine Revierkämpfe mit Artgenossen aus. Geht weg, wir sind stärker als ihr alle zusammen. Das ist ja auch unfair hier. Die westliche Promenade wurde wieder eröffnet. Denken Sie daran, Eiscreme ist Futter für Menschen, nicht für Dinosaurier. Die Gyrosphären. Wir können mit den Gyrosphären fahren. Okay, ja, das heißt, wir müssen jetzt hier vorne hin, sagt uns der Pfeil.
können wir damit jetzt machen? Nee, wir müssen nach da vorne. Ah, wir müssen zurück zum Eingang. Okay. Ah. Er streichelt so. Okay. Irgendwo vorne zum Eingang. Gucken wir einfach mal. Wir werden es schon finden, wo wir hin müssen. Das ist ja zum Glück immer recht angenehm beschrieben hier in dem Spiel. Durch diese kleinen hellblauen... Vielen Dank fürs Warten, während wir aufgeräumt haben. Einen schönen Tag noch. Satz. Das nächste Mal, wenn Lyle Urlaub hat, kannst du allein für ihn übernehmen und mich nicht auch noch mitverpflichten. Oh je, wie weit müssen wir denn da laufen? Ist ja Wahnsinn hier. Hier müssen wir jetzt rum, okay. Ja, aber jetzt mal langsam hopp hier. Ihr wurdet schon vor Ewigkeiten ausgerufen. So. Es tut mir leid, Leute. Ein Techniker ist schon auf dem Weg. Hoffe ich. Oh Mann, die werden mich schon an meinem ersten Tag feuern. Das Gleis für die Gyrosphären ist kaputt und niemand repariert es. Wir haben doch hier einen Techniker. Ich hab bloß Rasenmähen als Ferienjob angenommen. Na los, Zack kann das doch alles hier. Ihr habt es geschafft. Die werden mich doch nicht feuern. Zumindest nicht hierfür. Aber ich schulde euch was. Alles klar, Leute. Das Fahrgeschäft wurde wieder eröffnet. Das wurde aber auch Zeit. Yay, hier fahren zwei ganze Kugeln rum. Ist ja... Gute Neuigkeiten, Emma. Sollte nicht mehr lange dauern. Du wirst nicht nochmal Angst kriegen, oder? Nein, sowas. Den Beschwerdebrief schreibe ich trotzdem. Einen Tipp? Kein Problem. Okay, verwende L, um Gyrosphären zu lenken. Drück A, um zu springen. Okay. Mhm. Und einsteigen. Genieß die Fahrt. Und ja, bloß nicht den Tieren hinterher. Okay, Hey, psst. Ihr habt mir geholfen, also werde ich euch ein großes Geheimnis verraten. Es gibt ja diese besonderen Druckplatten. Wenn ihr eure Gyrosphäre darauf parkt, habt ihr Zugriff auf Abkürzungen durch den Park. Ziemlich schick, was? Oh, das ist ja mal nett. Ah, okay, ich muss das dann drehen. Kommt er uns auch hinterher? Oh. Kann ich jetzt hier gerade nicht tauschen? Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Aber nein, ja gut. Wow. Hui. Oh Mann, ich dürfte definitiv nicht in so ein Ding rein. Ich bin's. Es gibt auch noch Druckplatten, die eure Gyrosphäre in die Luft schleudern, wenn ihr darauf fahrt. Wie erwähnt, das ist ein Geheimnis. Also sagt niemandem, dass ihr es von mir wisst. Sekunde, überwachen die eigentlich den Funk? Das tun wir, Marty. No hablo español. Hä, und wie kann ich mich da jetzt hochwerfen lassen? Ach, keine Ahnung, wir fahren einfach mal weiter. Die Dinger werden hier relativ flott. Das ist auch ja so eine Druckplatte. Ist gerade einfach der Dino in mich reingerannt? Ich glaube das nicht. Ich finde das ja cool, dass man hier auch so relativ frei rumfahren kann. Das gefällt mir. Ja. Was ist das da? Ah. Okay, damit haben wir anscheinend wieder ein neues Tor freigeschaltet. Was mit dem? Schläft er oder geht's ihm einfach nur nicht gut? Da hoch kommen wir, glaube ich, nicht. Ja, doch, auf dem Weg hier. Nein, ich bin wieder unten. Ich wollte mich da dann noch umgucken. Zack. Also, so ganz angenehm ist die Fahrt, glaube ich, nicht. Okay, und hier kommen wir jetzt wie weiter? Ha. Müssen wir nochmal auf die Plattform.
Und dann müssen wir uns da, nee, wir müssen uns da drüber schleudern. Ah, nee, aha. Da drauf schleudern, ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Einfach kaputt machen. Mit Mr. DNS macht Lernen wirklich Spaß. Okay, InGen hat 1983 als erste Firma realisiert. Ah, okay, aha, 1983. Alter, aufs Gelände. Sie sagten, wir sollen zurückkehren. Siehst du? Bitteschön. In nächster Nähe zu vier... Dinosaurus. Ankylosaurus. Wir sollten gar nicht hier sein. Und da sind fünf Saurier. Los, los! Oh, Scheibenhonig. Der Indominus. Sie ist uns auf den Fersen. Oh je, gut, dass die Dinger so schnell sind. Ja, es bringt uns aber nichts. Der Indominus ist uns weiterhin auf den Fersen. Eieieiei. Du Scheiße, 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 Scheiße. Wie kommen wir denn da? Juhu. Das ist doch jetzt egal. Hauptsache, wir kommen von dem Viech hier weg. Na, die haben wir jetzt da oben auch. Hast du das gesehen? Ach, du Schande. Oh, war ja. Gut, dass die Bahn genau in dem Augenblick schon drüber war. Ansonsten hätte es ein riesiges Unglück gegeben. Oh Mann, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Irgendwie. Wo ist der denn? Ist der weg? Nein! Ah je. Yeah. Oh Gott, oh nein, da ist er wieder. Sind wir die Ankylosauren? Hilfe! Dino-Experte. Oh weia. Wir sind bis hierhin immerhin schon mal halbwegs ordentlich aus der Misere gekommen. Wie es aber weitergeht, ob wir dem Ankylosaurus helfen können im Kampf gegen den Indominus und wie es hier weitergeht, das erfahren wir dann nächste Woche Dienstag. Dann kommt nämlich die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Und damit macht's gut, habt ein schönes Wochenende und bis Dienstag. Tschüss.